In den letzten Tagen sind immer mehr Artikel erschienen, sogar selbst im Fernsehen, Kabel 1 oder sowas, gab es sowas, Mythen und Dinge, die man als Vielreisender beachten sollte. Ich hatte ja schon mal eine Folge gemacht. Ich habe mir vorgenommen, heute mache ich noch mal eine Folge für euch. Natürlich, damit ihr lernt, was ist Quatsch, was sollte man an Bord beachten oder nicht beachten. Heute gehen wir darauf ein, was eine Flugbegleiterin, die 10 Jahre gearbeitet hat, als die 10 größten Fehler der Passagiere brandmarkt. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle natürlich, wie immer, geben wir Lebenshilfe, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, aber auch ein Like dagelassen habt. Ja, wie angedroht einfach heute mal 10 Formulierungen einer 10-jährigen Flugbegleiter-Tätigkeitsschaffenden. Wie sagt man das denn jetzt? Gendergerecht? Ich weiß nicht, ich lasse es einfach. Auf jeden Fall eine Flugbegleiterin, die 10 Jahre als Flugbegleiterin gearbeitet hat. Sie hat die 10 größten Fehler einfach mal angenommen. Der erste Fehler ist einfach, und den schreibt sie dann auch, zur Crew unverschämt zu sein. Und das bringt uns als Passagiere nicht weiter. Sie schreibt dann weiter, dass natürlich Flüge und Flugverkehr Stress bringen, aber auch ermüdend sein können. Und man kann auch verstehen, wenn man frustriert ist, gerade in der heutigen Zeit, und das ist jetzt meine Wortwahl, in der heutigen Zeit, wenn die Koffer zu spät ankommen, Flüge nicht so fliegen, wie sie fliegen sollen, man schon eine Odyssee hinter sich hat, bevor man überhaupt an Bord des Flugzeuges angelangt ist. Aber auf jeden Fall sagt sie, dass man da halt nicht zur Crew frech sein sollte oder rude, wie es im Englischen sei, und vor allem nicht aggressiv. Und wichtig ist halt, wie sie sagt, du möchtest halt die Crewmitglieder auf deiner Seite haben, aber nichtsdestotrotz servieren sie dir deine Speisen und helfen uns im Falle eines Falles, also in the unlikely event. Ja, was soll ich dazu sagen? Das gilt doch eigentlich im ganzen Leben. Das ist doch jetzt wieder so eine Plattitüde. Das ist einfach Quatsch. Weil wir sollen doch zueinander nett sein. So wie ich zu euch nett bin, solltet ihr auch nett zu mir sein. Also insofern, es hat uns nie weitergebracht, wenn wir in irgendeiner Art und Weise da frech zueinander sind. Und sie sagt dann auch, man sollte natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass die Flugbegleiter doppelt so lange wach waren wie wir, und einige haben sogar schon andere Flüge hinter sich, und Kindness goes a long way, das heißt also, dass man doch nett sein sollte und dass es einen am wenigsten bringt und am besten was ist. Dann warnt sie uns davor, dass wir nichts in die Taschen stecken. Ihr kennt ja diese Netztaschen oder andere Taschen im Vordersitz. Und da sollte man halt einfach nichts reinstecken. Warum? Ich weiß gar nicht, sie bringt das Beispiel, dass da jemand ein Sandwich reintun sollte. Na gut, ich meine, ich habe da jetzt noch nie ein Sandwich reingetan, zumindest nicht bewusst. Und vor allem nicht, wenn ich es reingetan hätte, nicht ohne Verpackung. Also insofern sehe ich das jetzt nicht so als Problem. Sie sagt natürlich, dass die Flugzeuge gereinigt werden, jedes Mal, wenn sie irgendwo landen, aber es wird nicht desinfiziert. Jetzt muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, ich habe bei manchen Flugzeugen Zweifel, auch bei den renommierten ehemaligen 5-Sterne-Fluggesellschaften in Europa und der jetzigen 4-Sterne-Fluggesellschaft während Corona, dass da nichts gereinigt wird, zumindest nicht so, dass man da vom Tisch essen kann. Also ihr versteht, was ich meine. Sie sagt ganz einfach, auf jeden Fall, dass die Flugzeuge halt nicht gewaschen werden sollen. Und man sollte vor allem nicht vergessen, dass man da Sachen reintut, was die Crew dann rausfischen soll, also Dreck und so weiter. Also ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, ich habe auch Abstand davon genommen, da vorne was reinzutun. Nicht unbedingt wegen dem Ekelfaktor, sondern weil ich die Tendenz habe, die Sachen dann da zu vergessen. Selbst wenn man den Check macht, dass, also mit dem Netz ist das jetzt nicht mehr so das Problem, aber wenn man so eine geschlossene Tasche hat, dann vergisst man schon. Und ich habe schon bei einem Netz auch was vergessen, weil ich auf einmal Stress gekriegt habe. Also insofern würde ich da nichts reintun. Und sie sagt natürlich, man sollte zweimal drüber nachdenken, bevor man Essen reintut. Dann sagt sie, man sollte die Safety
Instruction oder das Ballett, was aufgeführt wird vor dem Abflug, auch als regelmäßiger Flieger oder als Vielflieger ignorieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich, wir haben als Vielflieger den Satz so oft gehört und können ihn teilweise sogar mitsprechen. Und die Wiederholungen sind, wie sie sagt, annoying, also auch da halt jetzt emotional für uns nicht immer zu ertragen, dass man einfach sein Headset aufsetzt und sagt, ich habe keinen Bock, was zu hören. Aber sie sagt, die Cabin Crew, sie macht nur ihren Job und versucht, uns sicher zu halten. Und wenn Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter uns auffordern, die Seatbelts, also den Sicherheitsgurt zu schließen und auch die Notausgänge zu lokalisieren, ist es wichtig für einen Grund. Ja, denke ich auch. Und sie gehen normalerweise natürlich nicht ganz aufgrund der Sache, was so in einem Worst-Case-Szenario passiert. Aber es ist da, um Panik zu vermeiden. Wobei Panik entsteht ganz von alleine. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich reagieren würde und wie mein Körper dann reagiert, ob ich dann voll ins Stressmode gehe. Ich kann einfach nur sagen, dass wenn ich in Stress gehe, dass ich dann dazu tendiere, Checklisten abzuarbeiten. So war es zum Beispiel bei einem Flug, wo ich selber geflogen bin, wo wir auch einen Notfall hatten, habe ich die Checkliste genommen und mir danach, erst nachdem wir gelandet sind, klar wurde, was war. Aber auch beim Auto, da reagierst du ja auch automatisiert. Also insofern, aber in dem Falle eines Falles im Flugzeug als Passagier, Gott sei Dank nicht erlebt, weiß ich jetzt nicht. Dann sagt sie, und das sagt sie vielleicht gerade mir, jemand, der gerne im Bulkhead sitzt, also an den Reihen sitzt, wo vorne die Wand ist. Und da ist es natürlich so, man hat etwas mehr Sitzplatz. Für mich ist das auch so, dass ich meine Beine dann seitlich rausstrecken kann. Es ist wesentlich angenehmer, vor allem auch in der ersten Reihe auf 1C zum Beispiel, weil da der Schrank ein bisschen versetzt nach hinten ist. Also das heißt, ich habe sogar nach vorne Platz. Deshalb ist das für mich der beste Platz. Aber sie sagt, der Platz ist halt doof. Warum? Ganz einfach, weil dort die Gefahr, ein schreiendes Kind zu bekommen, als Nachbarn natürlich am größten ist. Logisch, weil da die Bassinets festgemacht werden. Und natürlich Insider-Tipp, da muss ich das noch mal ein bisschen erweitern. Wenn man in der Business Class sitzt, in der letzten Reihe, ist dann natürlich die erste Reihe Economy und dann kommen da die Kinder. Also insofern, ihr wisst, worum es geht. Auf jeden Fall sagt sie, dass das halt mit Vorsicht zu genießen ist. Jetzt kommt der Klassiker. Der Klassiker ist natürlich, dass man sich mit alkoholischen Getränken zurückhalten soll, weil der Effekt in der Luft wesentlich schneller und auch unverhohlen kommt. Weil die Luftfeuchtigkeit, wir hatten ja gelernt, 20% sind es im Flugzeug, 25% sind es in der Sahara. Also insofern ist es so, dass diese Dehydration, also die der Flüssigkeitsmangel, das Dehydrieren und dann der niedrige Luftdruck, die Sauerstoffgehalt in den Blutbahnen reduzieren kann und man fühlt halt den Alkohol schneller. Deshalb trinke ich an Bord eigentlich keinen Alkohol. Habe ich Alkohol getrunken? Baileys habe ich mal getrunken, aber ich gehe dann eher so über zum Tomatensaft, weil im Flugzeug natürlich besser passt. Ich hoffe nicht, dass das jetzt gleich als Thema kommt mit dem Tomatensaft. Aber nun gut. Ja, also sie sagt, dass man es nicht machen soll. Und sie sagt das natürlich auch, wenn man natürlich erlaubt, an Bord zu trinken und wenn das Alter das einem auch dann nicht verhagelt. Weil es gibt ja einige Länder, wo die Alkoholmenge dann von 0 auf 1, erst ab 21 geht, USA. Auf jeden Fall sagt sie ganz einfach, man sollte da vorsichtig sein. Was soll man noch sagen? Man sollte auch Schlaftabletten nicht nehmen oder zum Beispiel solche Sachen, die einen runterpegeln, weil man Flugangst hat, besonders wenn man das noch nie ausprobiert hat. Ganz einfach darum, natürlich, weil man auf dem Flug möchte man natürlich sich ausruhen und das ist auch, ich habe auch Leute, die sagen, du, also ich knall mir einen Rotwein und dann ziehe ich mir noch eine Pille durch und dann schlafe ich 16 Stunden im Flieger, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden war. Aber auf jeden Fall schlaf die Zeit in der Economy mir egal. Ich bin in der Economy und dann bin ich dann durch. Ja, das ist nicht wirklich immer so eine gute Idee. Weil was macht ihr denn zum Beispiel, wenn was passiert? Ihr habt die Schlafpille genommen, ihr seid dann so ein bisschen so wie auf Drogen. Logischerweise ist ja eine Droge, zwar legal, aber ist halt drogenmäßig unterwegs. Da ist es halt einfach so,
Das ist, wenn man halt einen Notfall hat, ein Riesenproblem. Ich sag's einfach. Übrigens auch noch ein kleiner Hinweis. Zieht die Schuhe nicht zum Start aus. Bei einigen Fluggesellschaften ist das sogar verboten, weil was macht ihr, wenn irgendwie was passiert bei einer Crashlandung? Ich habe keine Schuhe an. Die Schuhe sind weg, weil die irgendwo hingeflogen. Ist also relativ doof. Sie sagt dann auch natürlich der Klassiker, wir haben ja einige Klassiker, dass man hydriert bleiben soll und dass man einfach nur verschlossene Flaschen trinken soll. Warum? Ganz einfach, dass die Qualität des Wassers, was in diesem aus dem Hahn kommt, und bei Emirates gibt es den ja auch an der Wand, an der Seite, jetzt nicht unbedingt so tipptopp ist. Und es gibt sogar Unterschiede zwischen den Fluggesellschaften. Deshalb haben halt viele Flugbegleiter, die sagen, dass man das nicht ausprobieren sollte. Wichtig ist übrigens auch, das Teewasser oder das Kaffeewasser kommt da auch aus dem Tank. Also ist jetzt nicht so prickelnd. Und natürlich, man kann sagen, das Wasser wird gekocht. Es ist auch nicht gesunder, es ist halt einfach nur eklig. Und besser safe than sorry in meinen Augen. Also insofern, das ist ganz, ganz wichtig. Dann gibt es hier auch nochmal einen Klassiker, und zwar sollte man natürlich immer den Luftraum, oder den Englisch heißt das ja auch Personal Space, beachten von jedem. Natürlich, wenn ich den Arm ausstrecke in der Economy Class, dann habe ich quasi den Vordermann vom Vordermann am Hinterkopf, den ich da anfasse. Das gibt natürlich Stress, das sollte man nicht machen, und das ist auch, wenn man den Sitz nach hinten macht, wenn man das darf, das gibt es ja die ellenlangen Diskussionen. Ich mache es nicht, dass ich meinen Sitz nach hinten mache. Ich gucke immer, ob jemand hinter mir ist. Wenn ich ihn dann nach hinten mache und hinter mir sitzt jemand, und ich mache das aus irgendeinem Grund, warum auch immer, weil ich halt vom Vordermann genötigt werde, weil wirklich so wenig Platz ist, dass man es nicht anders kann, dann drehe ich mich um und gucke, ob ich da nicht irgendwas kaputt mache, weil es sollen ja schon Notebooks kaputt gegangen sein, weil jemand den Vordersitz kaputt gemacht hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was sollte ich noch sagen? Ja, natürlich, wenn man das macht, dann kann das natürlich auch Streit geben. Wir kennen ja alle die Videos, wo die Leute einfach austillen. Bevor die Maske da war, war natürlich der Hauptgrund, weil der Vordersitz da etwas zurückgelehnt war. Wichtig ist jetzt auch das nächste Thema. Und da juckt es mir schon wieder in den Fingern. Und zwar sagt sie, the call button should be reserved for urgent matters. Don't press it unless you have one. Also nichtsdestotrotz, den Emergency-Button oder diesen Call-Button da zu drücken, dieses Ding zu machen, sollte man nur machen, wenn ein Notfall hat oder einen dringenden Fall oder dringende Angelegenheit. Und was ist denn eine dringende Angelegenheit? Wenn man was trinken will oder sonst was. Und sie sagt halt, dass Passagiere, die diesen Call-Button benutzen für jede Kleinigkeit, sind einfach die größten Stressbringer für sie, in Anführungsstrichen. Und der Knopf ist dafür da, um die Aufmerksamkeit der Crew zu bekommen. Und sie sind natürlich froh, jedem Passagier zu helfen. Aber man sollte es halt einfach nicht drücken, wenn die mitten im Meal-Service sind. Gut, das ist klar. Also wenn die natürlich mit dem Wagen gerade durchgehen oder wenn die mit dem Essen durchgehen oder wenn die was anderes haben als Aufgabe, dann sollte man es einfach nicht machen. Und das geht einfach nicht. Auch nicht, um die Flugbegleiterin zu holen und sagen, du, ich brauche mal eine Tasche. Das wird mir eigentlich im Leben nie einfallen, da jetzt einfach auch für Wasser. Ich gehe zu Galley, ich bin ja froh, wenn ich die 3 Meter mal gehen kann oder so. Also selbst in der First Class finde ich jetzt nicht so ein Problem, aber ist natürlich ein Thema. Ja, das war es dann auch schon. Das waren die 10 Vorschläge der Flugbegleiterin, die man beachten sollte, damit man halt nicht Passagier-Arschloch ist. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist, auch nochmal andere Themen anzusprechen. Natürlich wie zum Beispiel Wireless-Kabel 1. Ja, Reihe 13, Reihe 17 gibt es nicht. Ja, hurra. Dann ja, der Kapitän, die Kapitänin, die laufen natürlich ums Flugzeug und gucken, dass nichts abfällt, dass nichts tropft und so weiter. Auch klar. Also diese ganzen Sachen, ich weiß es nicht. Was haltet ihr von solchen Vorschlägen? Ich finde, da sind viele Sachen, die sind für mich vielleicht als Vielflieger normal. Aber allein das erste schon, wo man sagt, hey, benimm dich. Ja, natürlich muss ich mich benehmen. Wenn ich mich nicht benehme, dann kriege ich auf Fresse. Und das ist ja nicht nur im Flugzeug so, das ist ja überall so. Also,
Ich fand es nur lustig, ich wollte es einfach mitteilen und habe diese Folge auf Konserve produziert, weil wir dieses Wochenende Stammtisch haben. Ja, kommt entweder selber zum Stammtisch oder, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, abonniert den Kanal, Glocke an, Like da lassen und kommentieren. Was haltet ihr davon? Freue mich. Bis dann. Ciao. Ja, ciao.